gleich an. Da habe ich gewohnt bis 2013. Das ist da vorne links. Da in dem Haus habe ich gewohnt. Nein. Ja. Hier? Ja, ja, da drin. Boah, das ist ja übelstes Ghetto, Alter, wo du gelebt hast. Apartment 237, glaube ich, war das. Ich muss gucken, ob der Herr Hans noch da ist oder ob der Mann, warum wärst du dich nicht? Ja, den Song Du bist Boss habe ich damals geschrieben, es war 2013 und es war der Sommer 2013, das weiß ich noch ganz genau. Es war ein sehr aktiver Sommer. Es war gerade die Rückkehr von der JBG 2 Tour und man war top motiviert. Du hast gerade Fankontakt gehabt, du hast gesehen, was du vorher mit dem Album schon auf die Beine gestellt hast. Du machst irgendwie einen Sprung von Boss Aura, JBG 2, 17.500 verkaufte Platten erste Woche, 80.000 Platten erste Woche. Das sind Unterschiede. Und dann spürst du das erste Mal, auch wenn du dann in den Fankontakt kommst auf Tour. Und dann gehst du mit einer großen Euphorie wieder nach Hause. Gehst dann von dieser Riesentour, wo dir ganz Deutschland den Arsch küsst, nach Hause in deine kleine Bude. Das geht ja alles sehr schnell. Du kaufst ja nicht direkt eine Villa oder so. Abrechnung, du hast auch noch nicht direkt die Kohle, es geht alles sehr, sehr schnell und du baust dich gerade auf und willst weiterkommen, bist aber schon auf einmal sehr bekannt und kommst dann zurück in deine 17 Quadratmeter Bude in Mainz-Kastell und denkst dir, okay, machen wir jetzt, wie geht's jetzt weiter? Und wachst über mich hinaus wie die Zierbüsche in Bossform auf Wiese hinterm Schlosstor. Mein Gärtner ist ein Künstler mit der Heckenschere. Ich war damals auch schon da, in allen Sprachen. Ey, war richtig international. Das Café gab es damals auch schon. Hier war aber dieser Portier, der Herr Hans. Der saß hier hinter so einer Glasscheibe. Dann hast du immer deinen Schlüssel, deine Post abgeholt hier. Und dann bist du hier lang gegangen zu den Aufzügen. Aber die haben das ein bisschen schöner gemacht. Sieht fast aus wie ein Krankenhaus mittlerweile. So schöner gab es früher nicht. Servus, Leichtschweig Servus, was geht? Was geht bei dir? Alles gut. Ja. Ich hab da früher hier mal gewohnt. Ich weiß doch. Warst du damals auch schon hier? Ich war damals auch schon hier. Ja, in der Rezeption vorher. Was? Ich hab gerade gesagt, da vorne war doch die Rezeption. Genau. Gibt's den Herrn Hans noch? Der ist lange nicht mehr da. Der ist ja schon damals schon weg. Ach krass. Ja, der ist schon zur Rezeptionzeit weg. Ich bin immer da. Es ist schöner geworden. Ja? Ne? Es ist ein schöner, haben sie es gemacht. Ja, klar. Innenleitung ist renoviert, die Zimmer auch. Ja. Sieht sehr top aus. Ja. Ich war damals 227, 17 Quadratmeter. 227, okay. Gut, alles klar. Ich danke dir, Len. Mach's gut. Ciao, haut rein. Ciao. Das war jetzt richtig so, als hätten wir das für die Doku geskriptet. Ne? Ja, ich wusste direkt. Ich reingehen, direkt erster Eingang. Ich habe den erst auch gar nicht erkannt, dann habe ich mich wieder erinnert, wo er geredet hat mit hessischem Dialekt. Woher kennst du den eigentlich? Der hat hier gewohnt, der war hier auch zuständig, Hausmeister, glaube ich, oder hat sich um alles gekümmert hier. Ja, und dann setzte dich hin mit meinem alten Laptop. Damals gab es noch nicht, diese MacBooks hatte noch nicht jeder. Das waren noch die Dinger, die summen. Ja. Da kaufst du dir einen Laptop, nach einer Woche ist der lauter, als du rappen kannst. Und geht dann auch alle halbe Stunde aus. Das war damals der Struggle. Ja, und dann schreibst du deine Texte. Und zu der Zeit, ich war sehr motiviert. Aber ich habe auch ein Ziel gehabt vor Augen, was eigentlich utopisch war. Und das war das Ziel, was ich mir damals 2005 schon gesetzt hatte und auch so verbal veräußert hatte. Im hiphop.de-Forum habe ich es benannt. Das Ziel war ganz klar, größter Deutschrapper aller Zeiten zu werden. Das war dann der Punkt, wo ich auch abliefern musste. Das war die Chance, das war das Spotlight. Nach dem Album guckt jeder drauf, was macht Kollega jetzt solo. Toppt er das nochmal? Kommt er da nochmal ran? Großes Fragezeichen. Für mich war eins klar, der Boss wird's richten. Mit dem Bruder Daniel Slotin heute am Start. Und wir sind hier hingefahren, weil Daniel mir gesagt hat, er hat sogar noch die originale Session vom Song Du bist Boss. Also den ersten Schnitt, der damals gar nicht rauskam. Und ich kann mich selber gar nicht mehr daran erinnern, was das war. Und Daniel meinte, du meinst, da gibt's doch eine Erstversion. Es war eigentlich eine Vorgeschichte. Erstmal hallo zusammen. Sollen wir hallo sagen? Ja, können wir machen. Ich glaube, Du bist Boss. Das war das erste Video, wo wir zusammengearbeitet haben. Nach JBG-Sachen. Ja, genau. Boss, wer will mir was erzählen? Ich bin kein Kind, dem man Märchen erzählen kann. Du kleiner Strolchfreund. Obacht. Wohnst du hier? Ja, ich wohne hier. Wie lange schon? 9 Jahre. 9 Jahre? Ja. Also habt ihr euch ja quasi fast verpasst, oder nicht? Ich bin ausgezogen, da bist du hier eingezogen. Du hast hier gewohnt. Ja, ich hab hier gewohnt. Vor der Tour durch Deutschland, florierendes Geschäft, als wär ich Blumenverkäufer. Wir waren Untergrund pur, ich dicke Biss auf uns, hat dunkle Strukturen und degradieren sich Mädchen. Aber das ist immer noch nicht früher.
Nee, das war kein Stück. Mach mal den Finger rein. Da? Ja. Ah! Das ist auch noch wie früher wahrscheinlich. Ja, das war einer meiner ersten Graffitis. So. Und jetzt zeige ich dir die Bude, wo ich wirklich gewohnt habe. Clown, ein Mann nimmt nicht für Spaß, sondern dafür etwas aufzubauen, drauf zu holen auf dich. Ja, hier, und dann rechts, und dann schon auf zweite Tür rechts vor meinem Fuß. Ich zeig dir. Alles neu, guck mal, das war damals heute für die jetzt. Aber gab es da so ein nachbarliches Verhältnis? Weil es sind ja sehr viele Leute, die hier wohnen. Kanntet ihr euch da noch alle so? Digga, ich hatte Nachbarn, die waren direkt unter mir. Und wenn Sommer war, sind die rausgegangen, hat so ein Mini-Balkon, ne? so 10 cm Balkon, so einen kleinen Grill aufgestellt. Die kommen irgendwo aus Afrika, die konnten kein Deutsch. Die haben rumgeschrien in einer fremden Sprache. Und ich habe wirklich nichts gegen die Menschen. Und ich gehe auf jeden zu, aber ich habe hier auch Leute kennengelernt. Das war, du hast keine Nachtruhe mehr gehabt. Du hast kein Auge mehr zum Bedrücken manchmal. Also die haben quasi auf alle Leute hier geschissen. Und dann ist mir noch eine Katze zugelaufen. Total zerruft, Auge kaputt, irgendwie angefahren. Kam die hier um die Ecke, ich wollte gerade gehen, ich wollte keine Ahnung, wo ich wollte. Kam die um die Ecke, die Katze. Hab ich die Katze in meine Bude getan, ne? Hab die erstmal gebadet. Im Waschbecken gebadet, die sah aus. Da habe ich ihr was zu essen gegeben. Und dann dachte ich, auf jeden Fall, ich bin wieder gesund. Ne? Aber diese Katze, die war auch aggressiv. Die hat geschrien, die hat mich angegriffen, die hat richtig, die richtige Fights hat die sich mit mir geliefert, da habe ich einfach rausgeschmissen. Und dieser Nachbar hier, der war immer ein bisschen shady, der hat immer komische Vibes ausgestrahlt. Und den hatte ich lange im Verdacht, dass der sich die Katze geschnappt hat und den Kopf getan hat. Und ich glaube, du bist Boss, das war die erste Anfrage von Selfmade Records an Street Cinema damals. Für Solo-Video für Kolle. Das waren die ersten Musikvideos. Ne, die ersten, was war das erste von dem King-Album? Das war, glaube ich, mit Vikas, dieses Alpha. Genau, Alpha war das erste Video zu King. Und dann habe ich mit Elvia überlegt, welchen Song machen wir als nächstes. Und ich war voll für Du bist Boss und Elvia auch. Die Jungs haben den Song auch gefühlt. Und dann haben wir gesagt, müssen wir mit Daniel machen. Weil wir halt schon geile Videos auch zusammen gedreht haben. Aber das war meine Bude. Jetzt musst du dir vorstellen, hier war Badezimmer. Dann war hier so ein kleiner Kühlschrank, wie so eine Minibar im Hotel. Kleines Waschbecken. Dann hatte ich hier mein Bett stehen. Hier Schreibtisch. Hier habe ich die Texte für Uni gemacht und so. Hier noch so ein Regal für Klamotten. Und dann war das Raum voll. Also du konntest dich in diesem Radius noch bewegen ungefähr. Mehr war aber nicht drin. Das war meine Ruhe. Da konnte man schön Film da mal runter. Da haben wir uns dann getroffen und Grillpartys gemacht. Mit den ganzen Nachbarn. Aus aller Welt. In der Mitte so ein Grill hingestellt. Ein paar Tische drumherum, paar Klappstühle. Teich gehabt. War der Teich damals der Teich, auch da? Wunderbarer Teich. Da konntest du sogar angeln. Und wenn du Glück gehabt hast, hast du mal einen alten Turnschuh da rausgehabt. Ja, so war das damals. Und was hast du für ein Gefühl so für dich jetzt, hier wieder zu sein? Ist ein geiles Gefühl. Ich liebe solche Retro-Trips. Ich mache das manchmal. Hier war ich aber jetzt wirklich seit bestimmt 9 Jahren nicht. Wie gesagt, 2013, aber 9 Jahre. Und es ist krass, was du alles wieder erkennst, was du nie nicht mehr auf dem Schirm hattest. Allein so ein Aufzugstopp, was das Unterbewusstsein und diese ganzen Eindrücke hier. Du gehst in die Ecke, du bist ja hunderte Mal um diese Ecken gegangen, in deine Bude rein. Und du vergisst das, ne? Und dann kommt auf einmal wieder so ein Feeling aus dieser Zeit. Ich fühle mich gerade wieder so, als wäre ich jetzt wieder hier. Und dann gehe ich beim Netto meinen Einkauf machen, dann gehe ich da vorne an die Bushaltestelle. Ich hatte Führerschein auf Entzug, auch 2 Jahre lang zu der Zeit. Ich bin Bus gefahren, ich war schon relativ fame. Und dann immer Bus gefahren, einfach unter dem Volk, ganz normal. Damals war auch nicht, dass jeder ein Handy auf dich hält. Aber da war der Bus noch wirklich im Volk. Mimik auf Minusgraden, nie mehr Feelings, wieder mal nur Kälte, das in Kanada Einflüsse wie die Niagara. Okay, wir fahren mal weiter zu dem nächsten Spot. Kartelle, letzte Übergabestelle, eine Familiengrabkapelle, bist du ein Go-Getter. Hauptsache Plasma fertig. Reden dir alle nach dem Mund wie Synchronsprecher. Alles Showmaker, Fakeness regiert. Du siehst, wer deine Brüder sind, wenn es regnet und stürmt. Besser wach auf, diese Welt ist verkommen. Rote Pille statt rosa, rote Brille. Wie jetzt erzähle ich aus unserer Sicht die Geschichte. Es kam eine Anfrage von Selfmade. Wir denken, boah, das ist krass. Auf jeden Fall ein krasses Projekt. Das Problem ist aber, wir waren mitten in der Produktion für Farid Killer Album und wir waren mit ihm, glaube ich,
überall auf der Welt. Der hat uns nach Miami gebracht, der hat uns nach Thailand gebracht, der war in Marokko, waren wir zusammen. Und ich dachte, shit, ich kann das eigentlich Elvia nicht absagen, weil ich Kollege als Künstler extrem feier und glaube, dass es ein richtig heftiges Projekt wird. Aber ich kann das irgendwie nicht reinquetschen, weil wir die ganze Zeit irgendwo unterwegs waren. Dann habe ich mit Malik eine Strategie überlegt. Der hatte einen Kumpel, der damals in Südafrika gelebt hat. Und der war Regiestudent. Der hat uns Folgendes angeboten. Der meinte, Jungs, ich baller euch heftiges Video. Ich habe Ari Alexa in Südafrika. Ich habe fette Linsen. Ich habe Leute da, Komparsen, Beleuchter. Wir machen euch ein richtig heftiges Video. Und ihr müsst nur die Performance von Kollegen in Köln oder Düsseldorf abdrehen, mir schicken und ich schneide alles zusammen, so dass das als Street Cinema Projekt rauskommt, aber ich werde Regie machen, dass Daniel nur halt Performance in NRW, in Deutschland dreht und ich mache alles Szenen und schneide das. So entlaste ich euch, trotzdem machen wir ein gemeinsames Projekt und die Kunden sind zufrieden. Haben wir uns überlegt, okay, eigentlich coole Sache, weil sogar wir damals nur mit Red gedreht haben und Alexa war für uns was Krasses. Wir dachten, okay, komm, machen wir so einen Deal. Haben wir das Elvia gut verkauft und dir auch. Ich weiß nicht, wie du da involviert warst in diese Label-Sache. Ja, wir haben damals alles gemeinsam abgestimmt. Ich habe auch viele Sachen gemacht, die hat Elvia gar nicht so cool gefunden. Damals kam zum Beispiel die Boss-Trafo raus oder diese Late-Night-Show, die ich gemacht habe. Oder ja, viele Dinge in der Promophase, wo wir gar nicht so d'accord waren. Aber bei dem Thema waren wir uns einig, dass wir das mit dir machen wollten unbedingt, ja. 2014, ich hatte die Szene im Griff. Keine Migräne gekriegt, doch alles drehte sich um mich. Ich wollte nicht nur Geld scheffeln, sondern gleich die Welt retten. Mutter sagte, Felix, übernehm dich besser nicht. Ich wollte als Legende so wie Tupac gehen. In diesem Blut ist der Nachdenklich, Boss. Das ist nur für die Doku, damit die Leute ein bisschen zu Tränen gerührt sind. Komplex wie der Tempelberg Jerusalems. Menschen sind fast nur noch weg. Jeder spielt eine Rolle wie in Fantasy. Jetzt mal Real Talk. Bist du damals die Treppen immer gelaufen oder immer mit dem Aufzug? Dieser Aufzug hast du gesehen. Wir wollten jetzt zweimal mit dem scheiß Aufzug fahren. Der kommt ja nicht. Der kam damals schon. Das stimmt. Gefährten hinter diesen bleibende Spuren. Seitdem heißt es Schweigepflicht oder Schweige. Und ich weiß noch, erinnerst du dich an diese Brücke hier in Köln? Diese Bahnbrücke, ja. Da haben wir. Dann haben wir in Südpark an dieser riesigen Treppe mit Adler eine Szene gedreht. Ja. Und dann haben wir die Aufnahmen dem Typen nach Südafrika geschickt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das kommuniziert wurde. Wir haben nur abgesprochen, dass wir ein krasses Video machen. Haben wir dem Typen geschickt und ich bin selber mit Fahrrad nach Thailand geflogen. So, und da war ich irgendwo, jetzt kommt's. Ich war irgendwo im Dschungel von Thailand mit Fahrrad. Auf einmal kriege ich von dem Typen Preview-Link. Und ich, ohne das angeschaut zu haben, leite direkt an Elvia. Ich sagte, ah, es wird schon gut sein. Und später kriege ich eine Nachricht von Elvia, dass, ey Jungs, ihr könnt das nicht machen. Hast du das noch da? Ich habe das noch hier. Ich habe das nur hier und jetzt kommt die Premiere, die exklusivste Premiere. Du bist Boss Version. Version 1. Alpha. Version Beta. Beta-Version. 01. Mal gucken, wie schlecht das gewesen ist. Ja. Nur der Boss brauchte zu der Zeit auch seine eigene Motivationshymne. Und so kam dann der Song Du bist Boss zustande, ja. Es war meine persönliche Motivationshymne durch die Zeit. 2013 Sommer bis 2014 Sommer. Es war ein Jahr lang der intensivste Hustle, den ich in meinem Leben hatte. Und ich habe bis dahin schon sehr viel gemacht. Aber wenn du dann die Chance hast, du siehst das Ziel auf einmal vor Augen, am Horizont zumindest, da gibst du Vollgas. Und zwar nicht 100, auch nicht 200, da gibst du 300%. Du schläfst auch nicht mehr, du brauchst auch keinen Schlaf mehr. Der Adrenalinspiegel hält dich wach und es ist ein positiver Stress, den du dir selber machst. Weil du schmeckst mit jedem Tag, wie du dem Ziel näher kommst. Du kannst es immer näher sehen. Du weißt, okay, das wird funktionieren. Je mehr du machst mit jeder Zeile, die du schreibst. Und so entstand der Song als allererster Song des Albums King. Also schlecht von der technischen Seite war das nicht. Aber der ist komplett daneben geschossen. Also hast du zum Song gepasst oder was? Wirst du gleich sehen. Ich habe das sogar hier markiert, nicht angenommene Version.
Du bist Boss, wie der zweifelnde Ruf verstummt, weil der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Du bist Boss, wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor den Spiegel motivierst. Wenn du rigoros trainierst, um deine Muskeln zu stehlen. Wenn du lieber tot wärst, als jemandem Schutzgeld zu geben. Wenn du Cash nach Hause bringst, statt es in Novo Lines zu schmeißen, damit Mama sich nicht mehr bei ihrer Putzstelle quält. Du bist Boss, wenn du aus der Bank gehst und lächelst. Wenn dich alte Feinde ansehen, dich anflehen und betteln. Du bist Boss, wenn du in den Kampf gehst, dein Mann stehst, an deine Lebensenergie ins Glanzdreh zu stecken. Du bist Boss, wenn du weißt, du machst was richtig, wenn du Neider hast. Wenn du Fehler nicht beweist, sondern daraus lernst und weitermachst, weil du weißt, wie schnell die Zeit verrinnt und es dich auf dieser Welt nicht weiterbringt, wenn du den Selbstmitleidler singst. Du bist Boss. Ich pausiere mal kurz, also für jetzt mich... Ich habe das auch gesehen damals, ja klar, Alter. Ist so ein bisschen random alles. Aber jetzt, also die Aufnahmen, die er gemacht hat, die sind irgendwie schon zu dem Text, aber trotzdem irgendwie charakterlos. Die sehen halt aus, als wenn die aus einem ganz anderen Bereich... Man sieht zusammengeschnitten aus. Man sieht schon, das sind keine Deutschen, die da... Ja, ja, ja. Man, ist eigentlich als ob man deutsche Hymne. Stock-Footage. Stock-Footage aus dem Internet runtergeladen hat. Ja. Aber der hat alles gedreht. Alles für uns gedreht. Ja, habe ich damals in dieser kleinen Bude in Mainz-Kastell geschrieben, wo über mir noch, zwei Stocker über mir hat noch die... Ja, die Hausverwalterin war, der Hausmeisterin war das gewesen. Grüße an der Stelle an die Frau Kramer. Die kam öfters mal auf ein Kippchen rein oder auch zwei, wenn sie gesehen hat, der junge Kolle kommt gerade vom Einkauf oder von irgendwo her. Dann hat sie oft am Fenster gehangen und hat mich abgegriffen. Hat mich immer gefreut, mit ihren kleinen Plausch zu halten und mir viel erzählt von den alten Zeiten. Sitz allein auf meinem Thron, zweistellige Millionen. Korken knallen trotz Sorgenfalten, Gold um Hals wie der Wolf Klicko. Danke Gott für wer ich bin, true solange meine Kerze glimmt. Krieg ich erst meinen sechsten Sinn. Die Frau Kramer da. Nicht mehr? Lange nicht mehr? Ich bin gerade gefreut, wo ich den Namen noch an der Klingel gesehen habe. Aber ist leider seit zwei Jahren verstorben, sagt der Mann. Ich habe in dieser Zeit mir auch vergegenwärtigen können durch den Kontakt mit dieser Frau, was für Möglichkeiten man heutzutage hat. Durch das Internet. Was für unfassbare Möglichkeiten jeder Mensch auf der Welt hat, seine Situation zu verbessern. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt siehst du alle Hebel, die du zur Verfügung hast. Alles andere ist Faulenzerei, alles andere ist Pussyshit. Jetzt kommst mit Deutscher, mit fünf Türken aus dem Block. Erinnerst du dich an diese Szene? Lieblingsszenen waren definitiv der Deutsche, der das Messer zieht und mit Pool. Ja, das am Pool und das, wo ich rappe, wenn du eine echte Frau erkennst und sie mit Anstand behandelst und da ist einfach so eine Kante im Gym, guckt der Alten einfach nur auf den Arsch. Ja. Also komplett Thema verfehlt. Ja, leider. Also das zeigt auf jeden Fall, dass
die Auslandvideos, die im Ausland gedreht sind, nicht immer besser sind, als wenn man hier in Deutschland dreht. Und da ging das los. Der Song war relativ schnell fertig. Das sind diese Songs, die schreibst du runter. Die Songs, die einfach von der Ader ins Herz, ja? Von der Lunge auf die Zunge, schreibst du diese Dinger runter. Das war aus dem Gefühl raus. Du bist Boss, habe ich geschrieben, zu dem Peak meiner Motivation. Jede Zeile trieft vor Motivation, die da reingeflossen ist. Vor Ehrgeiz, vor Ambition. Eine andere Art von Hunger einfach. Wenn du weißt, das ist nicht irgendwo dahinter den Bergen das Ziel, sondern da. Da ist es. Jetzt musst du dahin. Wie so ein Löwe musst du dahin rennen. Und dann schreibst du den Song und dann hast du den Text und du weißt, das ist das Ding. Keine Cops, Selbstjustiz, weißer Stoff wie die Pelzboutique. Bleibe bei. Hast du ihn auch damals? Nee, den gab's damals noch nicht. Ich hab damals noch nicht mal geraucht. Ach, ja, später erst angefangen, ab und zu rauchen. Immer noch, immer noch. 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 Da muss ich sagen, dass wir natürlich kein extra Budget dafür bekommen haben. Wir haben schon über die Hälfte dem Kollegen da in Südafrika bezahlt, weil er meinte, ich muss Komparsen hier bezahlen, ja, muss dies, ja. Das. Wir haben gesagt, okay, unser Fehler gewesen. Dann musste ich ran und habe in Deutschland sozusagen alles for free nachgedreht. Ja. Hauptsache, das knallt und das wird, und das, ja. Dadurch wurde es aber auch real. Dann haben wir hier mit Kölner Jungs gedreht, Düsseldorfer, ja. Jungs und das waren echte Szenen. Ja, das war, also wir haben alles sozusagen umgeworfen, die Performance gelassen und alle Zwischenbilder, alle Motivationsbilder halt noch neu nachgedreht und ja, das ist nicht schlecht geworden. Ja, da sieht man mal, manchmal muss man die erste Version komplett verwerfen, das habe ich oft gemacht bei Videos in meiner Karriere. Mittlerweile auch das Video zu King haben wir damals komplett gedreht gehabt und dann nochmal neu gedreht. Ja. Das war so eine Phase, wo ich das auch wollte. Ich hätte wahrscheinlich ein Jahr oder zwei Jahre vorher noch gesagt, komm, passt so. Ja. Aber bei dem Projekt King waren wir sehr perfektionistisch und wollten einfach das perfekte Ergebnis, auch gerade was die Videos angeht. Weil der Auftakt war sehr stark mit Alpha und Du bist Boss ist am Ende dann auch ein Video geworden, was zeitlos geworden ist. Ja, voll, voll. Kollege der Boss, pull up im Mercedes, weg nach FFM, seh die Noten vor dem Eros, bin wieder 21, kaputt. Hier war immer Parkplatz gewesen, die Schranke war früher nicht. Ich habe mir dann irgendwann 2011 den ersten Mercedes gekauft, mal wieder seit meiner Führerscheinabstinenz. Da vorne, wo der rote steht, fällt mir deswegen gerade ein, habe ich geparkt, als der Vollschrott war. Ich bin irgendwo, ich glaube Otto, Kaiser Otto Ring oder irgendwas bin ich gefahren. Locker mit 80, 90 Sachen bin ich gefahren und dann kommt mir einer reingecrasht von der linken Seite und ich drehe mich so um 180 Grad, er auch, Auto Totalschaden, abschleppen lassen, habe ihn dahingestellt, wo jetzt der rote steht. Dann stand er hier sehr, sehr lang und dann irgendwann hat ein Kollege von mir den verkauft. So, und das, wie gesagt, zur Erinnerung, wo ich jetzt da sehe, diesen Parkplatz habe ich auch gemacht. So hat mich dieser Song begleitet, lange Zeit, bis der rauskam, ist ja immer noch ein Dreivierteljahr vergangen. Der kam dann erst im Mai, glaube ich, 2014 raus, um den Dreh ungefähr, zum Album-Release hin von King. Und bis dahin habe ich den Song gehört. Und der Song hat mir Kraft gegeben. Und hier natürlich mit unserer Red-Kamera, unser schöne, sage ich mal, Nebel- und Gegenlicht-Einstellungen. Was immer wirkt, viel Motivation gibt. Und episch aussieht. Ach so, stimmt, wir haben noch eine Performance nachgedreht. Wir haben noch eine Performance im Ring mit dir nachgedreht. Das ist auch ein bisschen verbunden ist mit den Zwischenbildern. Du bist Boss, wenn jeder zweifelnde Ruf verstummt, weil der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn kommt. Du bist Boss, wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor den Spiegel. Auch diese Geschichte mit dem Rollstuhlfahrer, ja. Der trotzdem pumpt, das passt mehr zu dem Lied auf jeden Fall. Der Tutti, dieser Türke, der war bei uns, glaube ich, in 20 Musikvideos von Stritz. Farid mag ihn sehr. In welchen Videos? Weißt du noch Alemania? In dem Musikvideo Alemania, der war ja. Taxifahrer. Ah, da war der. Schöne Grüße an Tutti. Und das ist die Bank von King und Killer.
Genau, die das über, ist die. Ja, das ist jetzt aber fünf, ein fettes Gebäude. Das ja, das ist 5-Sterne-Hotel jetzt. 24 Hours heißt es. Ja. Die haben das umgebaut zum Hotel. Ja, ich glaube, wir waren sogar da oben drauf bei dem Dreh King und Killer. Ja, ja, ja. Da war auch eine Geschichte mit Polizei und allem, weißt du noch? Ja, die kamen noch, die dachten, es ist echter Banküberfall. Ja, ja, ja. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich habe ja auch jetzt wieder Strafverfahren am Hals wegen letztes Jahr Frankfurt Juwelierraub. Ja, ja, muss man anmelden. Ja, haben wir ja angemeldet, aber... Man hat mich oft gefragt, Kolle, wer war dein Vorbild? Lieber Boss, wer war denn für dich damals? Jemand, wo du zu dem, wo du aufgeschaut hast oder wo du dir was abgeschaut hast. Ich habe nie eine Antwort gehabt. Ich war mir immer zu, ich wollte mich nicht klein machen. Ich war nie in der Fanperspektive. Ich war in der Fanperspektive eigentlich nur, wenn ich ins Spiegelbild sah. Und dann entstand dieser eine Moment, wo ich vor dem Spiegel stand, in meinem kleinen Badezimmer, wo die Waschmaschine am Rappeln war, weil sie kaputt war und die Frau Kramer gerade keine Schraubenzieher zu Hause hatte, die Hausmeisterin. Da habe ich in den Spiegel geschaut und dann habe ich tatsächlich diese drei Worte gesagt zu mir. Ich weiß nicht, woher das kam. Das sind manchmal Geistesblitze. Und das war der Aufhänger, das war der Titel, das war der Satz. Du bist Boss. Und so albern das klingt, ich stand in dem Moment da, hab mir selbst in die Augen geschaut und ich war Fan von mir, aber gleichzeitig auch Mentor von mir. An dem Tag habe ich angefangen, meine Sichtweise auf mich selbst ein bisschen von mir abzukapseln. Das heißt, nicht mehr so ego-gesteuert von innen heraus, sondern mehr wie ein begleitender Mentor, der aus der Third-Person-Perspektive hinten dran läuft und über die Schulter schaut. Ich habe versucht, das abzuspalten. Und so habe ich mir den diesen Satz selbst immer wieder gesagt wie ein Mantra. Du bist Boss. Jeden Tag. Ein Jahr lang. Ich habe mit jedem Mal, wo ich es gesagt habe, es mehr geglaubt und mehr gespürt. Am Ende dieser Reise, die damit endet, dass das Album King auf den Markt kommt, was ein Meilenstein werden sollte, ein Rekordalbum, das größte Deutschrap, das erfolgreichste Deutschrap-Album. Das war mein Ziel und mit jedem Tag kam es näher und man hat es gespürt. Irgendwann wusste ich, ich habe das Ding im Sack und dann weißt du nicht, ob du noch so lange lebst, bis das dann auch rauskommt und so, dann hast du solche Gedanken teilweise. Yes, 5 Türken, Block, ist alles da. Korweiler, einer der schlimmsten Stadtteile in Köln, so was. Ja, das ist halt real. Das ja, davor war einfach ein Sunny Boy vom Beach in Südafrika, der Messer zieht. Komplett unauthentisch. Auch das mit zu Hause abgeben, alles so realer und authentischer gedreht. Ja, ja. Lieber Plattenbauten in Köln als Strand in Südafrika. Ja. Ja, so ist das ein stimmiges Video gewesen. Da haben wir diese Performances noch gemacht im Ring und auch am Sandsack und ein bisschen interagiert mit den Leuten. Dann sah das auch nicht mehr nach Stock-Footage aus. Ja. Haben wir ein bisschen Geld verbrannt, aber das war auch noch eine Zeit, wo wir alle noch ein bisschen lernen mussten. Ja. Mittlerweile sind wir da auf einem ganz anderen Level. Und da war der Boss noch jung, rank und schlank im wehenden Jeanshemd. Das war natürlich auf der Brücke auch eine Augenweide damals. Hast du eigentlich schon mal eine Uni gesehen? Say it. Einmal bin ich irgendwie mal reingeraten, mal kurz. Aber wie kam das denn zustande? Bestimmt über Instagram so eine Studentin kennengelernt und dann gesagt, ja, lass es mal. Ja, nicht ganz. Ich habe gehört, da gibt es eine Party unten. Das auch Alter, da waren geile Uni-Campus-Partys. Ja, da bin ich einmal reingeraten. Brutal, das war teilweise wie Spring Break. Ich zeig dir jetzt mal meine Uni. Hier an dieser Tankstelle stand ich einmal. Ich hatte damals noch nicht den Mercedes, von dem ich eben erzählt habe, sondern so einen ganz klapprigen Ford mit einer kaputten Tür. Wenn du die aufgemacht hast, das hat so laut gequietscht, das hast du noch einen Kilometer weiter gehört. Und ich stand an dieser Tankstelle und immer wenn mich Fans erkannt hatten an der Tankstelle mit der Karre, habe ich gesagt, ich tanke jetzt hier übrigens nur das Auto von meiner Freundin. Ja, musst du ja immer dribbeln. Ja, das guck mal, du musst dir vorstellen, ich kam ja aus Düsseldorf. Ich war lange Zeit in NRW gewesen, von 2007 bis 2000 und... Boah, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich bin jeden auf jeden Fall, ich war ja jahrelang in Düsseldorf gewesen und hatte ein ganz anderes Umfeld und Hustle, Struggle, man kennt die Geschichten und kam dann wieder hier zurück, so in meine Heimat und hab gedacht, jetzt machst du erstmal, kommst du klar, wirst clean, lässt den alten Scheiß hinter dir und
machst mal ganz brav ein Studium, um mal wieder im Leben klarzukommen, ne? Dass du wieder festen Boden unter den Füßen kriegst. Hast du ja immer nur von Auftritt zu Auftritt gelebt. Manchmal hast du nur 5 Auftritte im Jahr für 200, 300 Euro. Und du musst irgendwie über die Runden kommen, du musst hustlen. So, ich kam hier hin und geil, erstmal BAföG, schon mal Miete gesichert zumindest, ne? Und hab dann versucht, mich wieder so stabil aufzustellen. Ja, und hab auch dieses Unilife halt mitgenommen. Wir haben Campus-Partys mitgenommen, wir haben jetzt hier gekloppt, da hättest du American Pie draus drehen können. Hier bin ich mal einkaufen gegangen, Bruder. Du warst so ein kleiner türkischer Supermarkt. Ich vergesse nie, wo ich herkomme, denn der Hunger hat geprägt. Déjà-vu. Hab geblutet und die Last auf meinen Schultern wiegt extrem. Es war ein Jahr, was sehr intensiv war, wo ich keine Unterstützung hatte, was meine Kunst anbelangt, was meine Promophase anbelangt. Ich hatte Unterstützung, aber ich hatte nicht ein Team, was meine Vision teilt. Ich war alleine mit meiner Vision, was auch verständlich ist. Soll kein Vorwurf sein an niemanden. Aber die Vision, die ich hatte, das waren neuartige Dinge. Die hatte so noch keiner gemacht. Da war Humor mit drin. Da waren gewagte Sachen mit drin, da war Fitness auf einmal mit drin, da war Comedy mit drin, da war eine Late-Night-Show mit drin. Und das war so breit gefächert eigentlich, dass du das ganze Ding nicht mehr in eine Schublade stecken konntest. Du warst auch bei Stefan Raab mit dem Video, glaube ich, hab dir auch da gezeigt. Und das Video hat die Welle gemacht, ich glaube, über 25 Millionen. Views? Ja, war ja auch das erste Mal seit langem so ein cleaner Song von mir, der auch Potenzial hat. Auch ins Radio zu kommen und ja. Über meine Punchline-Fans hinaus zu erreichen. Mhm. Und das war schon ein Baustein in meiner Karriere, der mir viele neue Türen geöffnet hat. Der Song, ja. Mhm. Und das war etwas, was noch keiner gemacht hatte. Und dann ist es verständlich, wenn auch Leute um dich herum nicht unbedingt daran glauben, dass das genau das jetzt funktioniert. Dann gibt es auch Bedenken, die einem herangetragen werden, wie: Ja, das ist von allem etwas, dann bist du am Ende gar nichts mehr. Aber ich wusste immer, egal was ich mache, es hat immer die nötige Bosshaftigkeit. Es bin immer ich. Ich bin ein facettenreicher Mensch. Und so wie ich mich damals bei diesem Blick in den Spiegel so ein bisschen versucht habe, geistig zu teilen, wie so eine Zellteilung, um so einen Blick auf mich zu kriegen, wie ich es mir eigentlich wünschen würde von einem größeren Bruder oder einem Vater, was ich nie dauerhaft hatte. Ich habe keine größeren Brüder. Ich habe eine kleine Schwester, auf die ich immer aufpassen musste. Ich war immer in einer Verantwortungsposition. Ich war immer in einer Position, wo ich meine Probleme mit mir selber ausmachen musste und gucken musste, dass alle um mich herum zufrieden sind und von meinen Sachen bloß nichts mitbekommen, weil die haben genug Sorgen selbst. Das waren vor allem meine Mutter und meine Schwester. Bruder, halt mal hier vorne an, direkt hier vorne rechts. Das System sorgt für innere Lähmung, wie ein giftiges Serum. In den Scheibe des Gehwaggons spiegelt sich Gift. 2012 stand ich hier, habe ich mir die Nase platt gedrückt. Ich wollte unbedingt eins von diesen geilen Klavieren haben. Ich habe immer diese Preise gesehen. Guck mal, 50.000, 32.000. War absolut utopisch da. Das war auch nicht wie heute, wo du mal eben als Influencer oder irgendwie mit Social Media eine schnelle Karriere hinlegen kannst. Das gab es damals nicht. Wenn du damals raus wolltest, aus dem Hamsterrad, dann hast du Drogen verkauft. Das waren Preise, das war utopisch. Ja, ich habe mir gedacht, kann es ja wohl nicht sein, dass andere Leute sich so ein Klavier kaufen können. Das ist einfach 50 Euro. Und ich muss mit 400 Euro BAföG, wenn ich mein Gehalt ist. Das kann es ja wohl nicht sein. Wartet ab. Hast du die eigentlich irgendwo hängen, die Goldplatte? Nee, ich habe da viele anderen. Von dir auch unter anderem, aber die Platte habe ich noch. Da muss ich mich drum kümmern. Ja. Wort des Bosses. Feinde dich kämpfer schwer wie Sumos. Ich blocke deine Voodoo-Zauber ab, denn ich bin neidlich, Mensch Gottes. Let's go, alles wegflown. Renne Deckung, Cracko. Turbo Boost im Ghetto. Bro, tatsächlich, ne? Das erste Mal, wo ich in einer Uni war, war wirklich sogar hier gewesen. Ich schwör's dir. War das meine Uni gewesen? Das war deine Uni gewesen. Nein. Tatsächlich, das war das allererste Mal, dass ich in einer Uni war und das letzte Mal. Und das war wirklich hier gewesen. Ich erinnere mich komplett genau. Echt? Da geht man rein, das ist wie so eine kleine Stadt. Ganz genau. Johannes. Bosse sind geduldig, doch du nicht bist schuldig. Irgendwann wirst du in der sommerlichen Bundeshitze. Da hätten wir uns theoretisch über den Weg laufen können. Vor 8 Jahren? Vielleicht sind wir uns da schon mal über den Weg gelaufen. Wir wissen es gar nicht. Weiß. Sagt, wir müssen zur Uni-Bib. Wir haben was vergessen. Hauptbeute, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich müsste mal zur Uni-Bib. Ich muss da meine Bücher noch abholen. Sie haben aber keine Einfahrtsgenehmigung.
Sie müssten bitte auf der Arbeit-Schweizer-Straße parken, wo Sie sich jetzt gerade befinden. Mir wurde gesagt, ich darf rein. Nur kurz rein, raus. Ich muss nur die Bücher abholen. Ich habe extra nochmal gefragt und die meinten ja, wenn ich in der Pforte das erkläre, dann werden die das machen, weil ich brauche wirklich ein paar Minuten. Ich muss die Bücher holen, ja. Dann bin ich auch gleich wieder draußen. Ich mache ihn ausnahmsweise auf, aber nee, in der Regel dürfen sie nicht rein. Okay, da hat der Dozent mir was Falsches gesagt, aber ich danke Ihnen. Aber wissen Sie das bitte Bescheid fürs nächste Mal. Alles klar. Jo. Danke sehr. Und rein in die Masse. So dribbelt man sich rein. Immer rein in die Masse. So, fahr mal geradeaus. Yes, we're gonna have some fun now. Yeah. Kollege der Boss, Caruso, sick. Genetik ist die Klick, Kid. Boss Genetik, Arroganz des Todes. Blume mit Uzi, nenn es Guns N' Roses, Kid. Blass den Zigarrenrauch weg und stampfe durch die Tracks wie ein Tyrannosaurus. Ich bin sentimental unterwegs heute, Alter. Und so habe ich das mit dieser mentalen Zellteilung geschafft. Tatsächlich immer so einen neutralen Blick auf mich zu behalten, was mir geholfen hat, nie zu sehr abzuheben, aber auch nicht zu bescheiden zu sein. Gesunde Motivation, gutes Selbstbewusstsein, aber kein übersteigertes Ego. Diese Balance zu finden und zu halten über lange Jahre im Showbusiness, wo du dann ab dem Erfolg, gerade ab so einem Erfolg, der bis dahin unerreicht war, wie mit dem Album King, dann ist es eine Herausforderung für die Psyche, damit auch vernünftig umzugehen, auf dem Boden zu bleiben, nicht abzuheben, dich nicht in Exzesse zu verlieren und auch nicht zu denken, das bleibt für immer. Also ich, wenn ich erzählen darf, das war, glaube ich, ein Budget von 7.000 Euro. Ja, ja. Also zu damaligen Zeit war das schon nicht low budget, also heutzutage, das ist low budget. Slow budget, ja, 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 muss man ehrlich sagen. Aber zu damaligen Zeit war das schon einer der teuersten Videos. Wir haben so ab 5 war das für uns schon sehr gute Budgets, so 5 aufwärts. Das war eine ganz andere Zeit. Mittlerweile gibt es ja viel mehr kommerziell erfolgreiche Artists in Deutschland. Kannst du überhaupt nicht vergleichen. Damals konntest du die quasi an 10 Fingern abzählen, ja, die mehr ausgeben können überhaupt als 10 Mille für ein Video, wo das überhaupt sich rentiert. Und da war 7.000 Euro, war schon so ein Preis, wie kann man heute sagen, 30 Mille. Ja, genau, so, ne? Genau, so vergleichbar. Und damals haben wir dann die ersten Moves gemacht, wo wir auch teurere Videos gedreht haben, einfach mal vorinvestiert haben. Man muss dazu sagen, wir wussten ja nicht, was am Ende dabei rauskommt bei dem Album. Dass das Gold, dass das Platin geht, das war überhaupt nicht absehbar. Das war auch dein erstes richtig erfolgreiches, kommerziell erfolgreiches Album. Ja, wir hatten zwar JBG2 vorher gehabt, das ist auch Gold gegangen, aber es war halt ein Kollabo-Projekt, du kannst das noch nicht einschätzen, wo stehst du als Solo-Act, was ist möglich. Mhm. Und klar gehst du dann mit deinem Geld da rein und ja, du guckst, dass du wirtschaftest und realistisch planst. Du setzt natürlich alles daran, den maximalen Erfolg zu erzielen, aber du willst jetzt auch keine Millionen verbrennen am Ende des Tages. Klar. Und dafür ist uns da ein geiles Video gelungen für 7.000 Euro, 100%. Ich bin nicht immer noch zufrieden. Hm. Heute würde man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr CGI einbauen. Bald dreht man wahrscheinlich nur noch Videos mit Computergrafiken. Ja. Ja, wobei bei so einem Motivationslied passt das gar nicht. Also Motivationslieder, die leben von Realness. Von, das stimmt. Ja. Ja. Ich bin auch dafür, dass diese Realness immer bleibt. Also ich fände es sehr schade, wenn das Handwerk des Videografen irgendwann wirklich nur daraus bestehen würde, CGI-Leute zu rekrutieren. Und am Ende muss der Artist nicht mal im Video sein, weil das kann man auch alles zurechtmaufen. Ja. Boah, ich bin da kein Freund von. Ich gehe da auch genau, mit der Musik gehe ich ja auch in die gegenteilige Richtung. Ja, ich gehe immer gegen den Trend. Und auch bei der Sache so, ich muss immer noch eine Realness haben. Da vorne links, Revi-Bib, wie gesagt, bin ich immer rein, habe ich auch meine erste Klausur geschrieben. Hier vorne ist die andere Bib. Nee, sorry. Doch, da ist die andere Bib, genau. Das ist die andere Bibliothek. Also da hat man sich getroffen, um zu lernen. Da hat man auch so seine Crew gehabt. Es war aber geil, Bro, für mich, ehrlich gesagt. Einfach so ein Studentenlife. Und ich komme ja von Düsseldorf, vom letzten. Also mit den letzten Lumpen mich da rumgeschlagen teilweise, ne? Da war das wie so eine Kur hier. Ja, und da ging's rein. Komm, wir gehen einmal rein. Ey, siehst du das hier? Ja. Posterwand hier. Ja. Was damit? Boah, das ist auch ein Flash gerade, Bruder. Und da immer die Veranstaltung quasi gelistet. Ja, Bruder. Ich war, musst dir vorstellen, bis 2013 an dieser Uni ein ganz normaler Student. Ich habe noch die letzte Klausur geschrieben, habe dann gesagt, scheiß drauf, das war's. Ich setze jetzt
all in, ich gehe all in zurück nach Düsseldorf, jetzt oder nie. Und dann kam ich ein halbes Jahr ungefähr später, 2014, kam ich wieder hier zurück. Ich muss doch irgendeine Abmeldung machen oder so. Und dann sehe ich an dieser Posterwand, sehe ich King Tour Poster. Oder ja. Krass. Was war das für ein Feeling? Das war damals für mich der übelste Flash schon, aber ich war so in Hektik, weil ich habe alles gleichzeitig gemacht, ne? Tour geplant, Promophase, Album rausgebracht. Du musst dir vorstellen, innerhalb von 8 Monaten hat sich mein Leben so verändert, dass ich von einem Studenten mit einem BAföG zu einem Millionär geworden bin. Im Krass. Juli, kurz vor meinem Geburtstag. Und es ist also sehr viel passiert. Ein halbes Jahr ist eigentlich nicht viel. Also kompletter Switch. Mit viel Arbeit und viel Hustle. Und dann siehst du so ein Ergebnis. Dann kommst du wieder an die Uni, erwartest das nicht. Und dann hängt da dein Poster, hängt da deine Fresse mit der Sonnenbrille schön, grinst er auf die Studenten herab. Ich das bin keiner mehr von euch. Krass. Was Nein. das für ein Emotions- Feeling sein musste ja, damals. Das war Gefühlsausbrüche, sei doch mal ehrlich, da gab es doch Gefühlsausbrüche. Komm, jetzt hast du die Möglichkeit, es einmal zu sagen. Boss Mode, Boss Mode. Und so wie dieser Song Du bist Boss mich selbst katapultiert hat zu Top-Leistungen, zu Bestform. So habe ich auch das immer wieder als Resonanz bekommen von meinen Fans. Und mit diesem Song ist mir das erste Mal klar geworden, was Musik noch auslösen kann bei Menschen. Abseits davon, dass alle sagen, du bist der Goethe der Neuzeit und das, die Punchline-Maschine überhaupt. Das ist on the fly, nimmt man das mit. Ja, das ist für mich Handwerk, das ist wie Fahrradfahren für andere Menschen. Ich kann dir innerhalb von einer Stunde ein Punchline-Album dahin wichsen, so. Das fickt alles. Aber diese Momente, wo man sich selber als ein Mensch, der ich bin, der immer eine Rüstung aufhat, nie Emotionen zeigt, alles mit sich selber ausmacht, dass man aufs Papier blutet, was er wirklich gerade in einem Moment fühlt, der besonders ist, dann entstehen große Songs. Und es ist eine große Überwindung manchmal, sich dahingehend schwach zu machen, gezielt zu öffnen, für die Musik. Aber das war so ein Moment. Ja, das war für euch wahrscheinlich eine Zeit, wo ihr gesagt habt, jetzt ist unsere Chance, das Ding groß zu machen. Genau. Und Aufträge. Wir haben davor, sage ich mal 2012, zwar auch Aufträge gehabt, aber nicht auf diesem Niveau wie 2014. Mhm. Und deswegen haben wir versucht, die Chance auszunutzen und so viel Cash zu machen, obwohl wir uns manchmal so verbrannt haben, wie bei diesem Projekt, wo wir null verdient haben, weil wir selber das so aufgeteilt haben, blöd aufgeteilt haben und zweimal nachdrehen mussten. Aber das war, glaube ich, das Jahr, wo wir wirklich so viel Output gehabt haben, dass ja definitiv einer der stärksten Jahre in der Karriere, also videotechnisch gesehen, nicht geldtechnisch, sondern videotechnisch, aber ja. Bedeutet aber auch, du hast viel Praxiserfahrung, du lernst viel gleichzeitig zu jonglieren, Multitasking. Und das auch ist, mit das verschiedenen ist ja Künstlern. Das ist, guck mal, zum Beispiel mit so einem Künstler wie Kollega, kannst du nicht vergleichen mit den Videos, die du zum Beispiel für Echo Fresh machst. Oder wenn du Videos für Trailer Park machst, mit Alligator, das ist komplett andere Genre, andere Art von Künstler. Und, was ich sagen muss, ich habe in diesen Jahren auch gelernt, keinen Burnout zu bekommen. Ja, das meine ich nämlich. Mit dem ganzen Stress, mit dem Pensum umzugehen, das ist die harte Schule, durch die man als Selbstständiger immer muss. Bei mir war das auch so ein Jahr. 2014 war für mich komplett Arbeit. Ja. An dem Album gearbeitet, an der Promo gearbeitet, Tour. Zwischendurch Club-Gigs, jedes Wochenende 2 Club-Gigs irgendwo hingefahren. Ja. Ich war quasi ein ganzes Jahr lang eigentlich nur on the road und nur am Machen. Und auch extrem viele Sachen gleichzeitig. Ich habe ja damals auch viel Neuland betreten, YouTube-Kanal aufgemacht, eigenes Merch, das erste Mal auch eigenes Merch gemacht. Damals diese Gain Like a Boss Tanktops. Ich glaube, in dem Video habe ich sogar noch eins an. Ja. Die habe ich damals mit so einem Drucker, den ich mir bei eBay für 9.000 Euro geholt habe, noch selbst hergestellt. Krass. Ich war damals mit Elvier nicht so ganz grün und habe deswegen mein eigenes Merch rausgebracht. Ich konnte Kollegen nicht benutzen zu der Zeit und habe dann so immer ein bisschen rumgedribbelt, ja, so haben wir so Gain Like a Boss gemacht oder Bosshaft-Merch. Ja. Und weil für mich das auch die Chance war, ich kann mit meiner Kunst das erste Mal Geld verdienen und ich wollte mich halt verselbstständigen in dem,
in dem Zeitraum, genau wie ihr das auch gemacht habt. Ihr habt das quasi das Handwerk unter Druck, unter dem Druck erstmal, jetzt ist meine Chance, aber jetzt muss ich auch abliefern. Damoklesschwert, es kreisen die Krähen. Massaker Gefahr ist ein Mike in der Nähe. Wenn ich gehe, bleibt nur eisige Leben. Leise sein. Hinter uns seht ihr auf jeden Fall den Eingang zu der Bibliothek. Da habe ich mich auch ab und zu gelernt. Da habe ich mich auch ab und zu hingesetzt. Ein bisschen gelernt, meistens einen Tag vor der Klausur. Hat dann schon einigermaßen gereicht. Dann würde ich mal sagen, lass uns mal kurz dieses Handy weglegen und gucken und versuchen, weil die guckt schon sehr böse, ob wir es schaffen, uns da rein zu dribbeln. Komm. Bis gleich. Hier, das ist doch jetzt Selfie-Cam, oder nicht? Nee, das war Achso, das ist dein Zwilling. Das ist mein Zwilling. Ey, was geht, Mann? Kann ich immer filmen? Warte mal, lass mal ein Bild. Kannst du mal ein Bild machen? Ich stand lächelnd auf der Stage und sang, was ist denn los mit dir? Also, Bro, wir haben es geschafft, uns auf jeden Fall reinzudribbeln. Strafrecht. Du hast vorhin gesagt, das war das Letzte, was du gemacht hast, ne? Strafrecht. Meine erste Klausur war eine Strafrechtsklausur und meine letzte auch. Diese ganzen, wo sind die Gesetzestexte? Ich zeig dir mal meine Spickzettel. Klausur, in der Jura-Klausur ist es so, und jetzt kommt der Lifehack, dass du immer einen Gesetzestext dabei haben musst, ja? Weil du musst ja Paragraphen nachschauen, argumentieren, und damit arbeitest du immer mit deinem Gesetzestext. Ja. Und diese Seiten hier sind aus einem ganz besonderen Papier. Das ist extra gemacht für diese Gesetzestexte. Also, was macht man am besten? Man nimmt sich vorne die Seiten, wo noch nichts gedruckt ist, raus. Hier zum Beispiel, ja? Nimmst du dir raus. Hinten sind meistens auch noch ein paar. Das machst du dann bei ein paar Büchern. Nimmst die leeren Seiten, tust sie zu Hause bei dir in den Drucker, machst in Schriftgröße 3 dir deine schönen Spickzettel, deine fertigen Texte, deine Fallbeispiele, deine Präzedenzfälle schön da drauf. Und dann ab dafür. Reingeheftet in den Gesetzestext. Merkt doch keine Sau. Das nenne ich Street Smart. Das merkt doch keine Sau. Stark. Das soll man aber nicht nachmachen, denn es ist immer besser, wenn man das selber lernt. Habe ich später aber erst verstanden. Deswegen erzähle ich das. Die Versuchung ist natürlich da. Aber es ist immer besser, wenn man es gewohnt ist, viel zu lesen. Viel lesen. Alles mitnehmen. Auch sowas hier, UWG. Hier, vom Feddersen. Der hat es doch nicht umsonst geschrieben. Da hat sich einer hingesetzt. Drei Mann. Der Köhler, der Pornkamp und der Feddersen. So, und die haben sich hier so einen Wälzer ausgedacht hier. Da ist ja alles abgedeckt, Freunde. Das muss man wissen heutzutage. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das ist ja gerade im Deutschrap auch ein Thema. So, da liest man sich halt mal diese paar Seiten durch. Es sind doch nur 2323. Aber danach weißt du auch Bescheid. Was darfst du nicht? Hier. Ja, hier, Füllmängel, Loskennzeichnung und Nährwertdeklaration. Das habe ich alles noch drauf. Und deswegen kann ich jetzt ohne Probleme meinen Booster rausbringen. Ich weiß, was ich hier tue. Dank diesen Büchern. Weil ich sie dann doch gelesen habe am Ende. Wo ich angefangen habe mit Gingen, in der kleinen Bude in Mainz-Kastell in Wiesbaden gewohnt. Das waren 50 Quadratmeter. Und da habe ich mein Album geschrieben quasi. Ein Großteil ist da entstanden. Ja, ja. Das wissen auch die wenigen, weil heutzutage, also durch ganzen Rap, werden falsche Werte vermittelt, glaube ich. Also nicht durch deinen Rap, aber durch meisten Rap-Lieder. Und die Jugendlichen versuchen sich damit identifizieren und checken nicht, dass man Geld nicht verprasseln muss, sondern so ein bisschen sparsamer leben muss vielleicht, um später halt was Größeres zu erreichen. Auf jeden Fall. Es gibt viel unnötiges Zeug, was Leute sich kaufen, auch Jugendliche, um einfach nur irgendwie dazuzugehören oder einem Trend zu folgen. Gerade was Fashion angeht, wenn du dir für 1000 Euro irgendein T-Shirt kaufst, ey, mit den 1000 Euro kannst du halt wirklich was anfangen und in deine Zukunft investieren. Ich würde das immer so machen, dass ich in mich selber investiere. Wenn ich 1000 Euro als 17-Jähriger, 16-Jähriger zur Verfügung habe oder hatte, dann habe ich versucht, daraus 2000 oder 3000 zu machen und nicht die zu verbrennen, indem ich mir ein T-Shirt kaufe. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Heutzutage
Und Long-Term ist immer wichtiger, weil am Ende juckt sich da keiner mehr für, wie du rumgelaufen bist oder so. Ja, die Klamotten schmeißt du dann weg irgendwann. Ja, mach deine eigenen Klamotten und verkauf die noch. Oh yeah. So musst du denken. Das ist Boss. So wie du deine Shirts. Ja, Boss haben. Hier, neue Deus Maximus Kollektion à la Bonheur. Sehr schön. Und dann machen wir es lieber so. Ja, und das ist ja auch eigentlich das, was der Song an sich auch transportieren möchte. So, ja. Dass man aus seiner Situation, in der man ist, egal wie schlecht die ist, ist manchmal Glückssache, mit welchen Karten auf der Hand du auf die Welt kommst, aber du kannst immer was draus machen, egal wo du bist, wenn du an dich selber glaubst und durchziehst. Das ist eigentlich die Message, eine simple Message, aber auf den Punkt gebracht und es hat einen Impact gehabt. Und das hier waren meine Bücher. Das war so mein Geheimtipp. Die waren eigentlich verschmäht, die Ach-so-Bücher. Das war so für die etwas schwieriger von Begriff unterwegs Seienden, weil hier alles wirklich für die Dumpfbacken nochmal erklärt ist. Jura for Dummies. So. Und das waren meine Bücher zum Lernen. Das waren die besten Bücher. Alles andere, das war total verklausuliert, unnötig, kompliziert geschrieben. Hier hast du die Basics gehabt, wenn du dann noch einen Gesetzestext gehabt hast und da konntest du so ein bisschen argumentieren und Analyse betreiben, dann musstest du im Grunde gar nicht viel auswendig lernen. In so einem Jurastudium musst du gar nicht viel auswendig lernen. Du musst schlüssig argumentieren, darum geht's. Deswegen war ich auch gut. Spickzettel brauchst du im Grunde gar nicht. Es geht darum, wie verknüpfst du die Dinge und wie begründest du am Ende dein Urteil. So. Und das habe ich ja damals hier auch schon dann auch, ich konnte das schon relativ gut, aber das kam mir im Studium zugute und hat auch diese Fähigkeit nochmal geschult. Deswegen sage ich auch nie, Leute, macht kein Studium oder macht dies und das nicht, wenn ich mal von diesem Hamsterrad spreche. Nein, auf gar keinen Fall. Auch die Schulzeit hat mir sehr viel gebracht. Auch die Studiumzeit hat mir sehr viel gebracht. Was man am Ende draus macht, welchen Weg man geht, ist ja jedem selbst überlassen. Und ich habe das Studium auch nicht bis zum Staatsexamen durchgezogen. Ich habe vorher abgebrochen, aber diese 3-4 Jahre, die ich mitgenommen habe, nicht so laut. Die waren nicht umsonst. Denn später kommst du ja wie immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Oder jemand will dir ans Bein picken. Du musst doch wissen, wie du agierst. Du kannst dich doch nicht auf irgendeinen Anwalt verlassen. Und das war es im Grunde. Hinsetzen, Buch auf, lernen. Das ist ihr Programm. Ah, jetzt kann man wieder normal reden. Also so läuft das also ab mit dem Lernen. Ja, mucksmäuschen still da sitzen den ganzen Tag und dir so einen Wälzer reinziehen. Hast du auch manchmal drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn das mit der musikalischen Laufbahn gar nicht so weiterging und du ja wirklich das bis zum Ende durchgezogen hättest mit dem Studium? Nee. Ja, ich habe mir schon ab und zu vorgestellt, dass es geil wäre, im Gerichtssaal alle auseinanderzunehmen. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich hätte als Anwalt eine kranke Karriere gemacht. Ich hätte diese Gerichtssäle auseinandergenommen. Normal, ich komme da aufgepumpt rein, weißt du, vernünftig, autoritärer Stand, argumentativ, rhetorisch on fleek. Und wenn das eine Richterin von mir gewesen wäre, hätte ich die auch sag ich dir jetzt mal ganz ehrlich, unter uns zweimal gesagt. Ich hätte mich da reingedribbelt, ich hätte mir ein Netzwerk aufgebaut, da hätte ich die Puppen tanzen lassen. Du kennst mich doch. Klar hat man das ab und zu im Kopf mal so durchgespielt, aber es war dann doch irgendwie geiler, fand ich, Mucke zu machen. Weil das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja, ja, so war das. Ja, ja, die gute alte Zeit. Ja, ja. Du bist einer der umtriebigsten Menschen, die ich kenne, die am meisten arbeiten und vor allem auch über eine sehr lange Dauer, jahrelang. Ich weiß noch, mein erstes Interview mit euch habe ich gemacht, das war im Backstage in Köln. Da habt ihr angefangen mit Hip-Hop-Interviews. Ja, jetzt macht ihr Filme. Das war Maliks Idee, also das muss ich auch kurz dazu erwähnen. Er hatte eine Idee, damals gab es kein YouTube, weißt du noch? Ja, ja. Damals gab es kein YouTube und der hatte eine Idee, wie wir an die Rapper rankommen, indem man Interviews macht und direkt dann nach dem Interview bietet man an, na, wir können auch Musikvideos drehen, dies, das. Ja, und so nach dieser Formel haben wir angefangen überhaupt zu agieren. Hat uns was auf jeden Fall was gebracht. Das waren so die ersten Schritte, ja. Genau. Und das sieht man oft nicht, was da hinter der ganzen Arbeit noch für Schritte. Ich meine, du musst erstmal auf die Idee kommen, okay, wir machen uns jetzt den Plan, dann machen wir Interviews mit Rappern und dann kriegen wir die vielleicht dazu, mit uns Videos zu drehen. Da musst du Eier haben, da musst du da hin und am Ende klappt es vielleicht auch nicht, aber du probierst es. Ich wollte dich fragen, hast du meine E-Mail an Agro Berlin gesehen? 2005, der 7. Monat, ich war 10 Monate in Deutschland. Da kamst du gerade, also... Ja, ich war im Flüchtlingsheim. Aus der Ukraine. Genau, genau. Ich war im Flüchtlingsheim mit
meinem billigen Laptop und habe versucht, an Agrob irgendwie einen Job zu finden. Also du bist jetzt 10 Monate in Deutschland, lernst gerade die Sprache und schreibst jetzt eine E-Mail an Agro Berlin. Okay. Man muss dazu sagen, ich habe in der Ukraine, bevor ich ausgewandert bin, habe ich schon da Videos gedreht. Ne? Ich habe da schon 1-2 Jahre, weil ich selber gerappt habe und mit 18 mir mein erstes Video gedreht habe. Ja. Und dann, ich kam nach Deutschland mit 20. Das heißt, 2 Jahre habe ich schon Videos da gedreht. Und dann dachte ich mir, okay, ich will hier auch weiter was machen in dieser Richtung. Bitte, Bro, du musst das vorlesen. Ich wusste gar nicht, dass du mal gerappt hast. Ja? Das müssen wir den Leuten auch noch zeigen. So, die E-Mail. Ich bin, hallo Agro Berlin, ich bin Daniel. Ich komme aus der Ukraine. Da hatte ich eine Firma, SMS Promo Group. Sogar mit Webseite. Auf Russisch, in der wir den Rapern, günstigere Videoclips gemacht haben. Günstiger als wer denn? Als die Konkurrenz. Seit September 2004 bin ich nach Deutschland umgezogen. Jetzt bin ich arbeitslos. Ich habe entschieden, ihn zu schreiben, weil ich keine andere große Rap-Promo-Label in Deutschland weiß. Ich möchte Ihnen etwas anbieten. Zuerst bin ich in der Videoschneidung. Eventuell haben Sie irgendwelchen Job oder... Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Antworten Sie mir bitte. Ich warte sehr. Und Betreff, bitte, diesen Betreff musst du... Ich bitte um Hilfe. Ich warte sehr. Antworten Sie mir bitte. Viele Grüße. Also jetzt, PS gibt's. Entschuldigen Sie mir bitte für mein Deutsch. Ich wohne erst 1 Jahr in Deutschland. Boah, aber stabile E-Mail. Einfach mal gemacht, Alter. Genauso einfach muss, gemacht. Ja, genau. Ich sag immer, done is better than perfect. Einfach machen. Ja. So, wenn nicht klappt, dann die nächste Sache. Ich hab, immer rein. Danach, also jetzt letztes Jahr, habe ich Spectre auf dieses Thema angesprochen. Der meinte, ja, ich weiß nicht, damals hat man eine Praktikantin, die E-Mails bearbeitet hat. Ich habe die E-Mail nicht mal gesehen, weil jetzt habe ich so ein bisschen... Bei dem Betreff haben die wahrscheinlich direkt den Spam-Ordner. Ich bitte um Hilfe. Wenn ich sowas kriege, dann gehe ich gar nicht erst drauf. Ja, wie diese Spam-E-Mails. Ja, ja. Kennst du so, ja. Ja, krass. Ja, so hat es ausgesehen. Naja. 2005, da war ich gerade mit dem Zuhälter-Tape 1 an Start. Gerade um die Zeit, ja. Juli. Das ist lustig. Naja, zum Thema Motivation für heute. Geldklammer blitze, Pelzmantel sitze, blicke Richtung Horizont. Meine Weltansicht ist, wie die Weltansicht ist, aus dem Nebel wie der Orion. Risse in der Wand, Splitter in der Hand, ich war gerade 15. Und? Was sagst du? Wie war das mal wieder mal, öffentlich essen zu gehen, unter Menschen? Natürlich, das ist halt immer, du denkst, keiner hat dich erkannt, du isst ganz normal wie ein Haiwan und dann stehst du auf und kommt der ganze Laden und denkst, du bist von deinen Ängsten verfolgt wie beim Familienverrat, ich lass eine Felsenwand durch Schmack. Ich weiß noch, 65. Das war immer mein Fuß. Ich trainierte Uppercuts an Rindfleischhälften in der Winterkälte. Doch euch Hinterwäldler kann nichts bei der Blindheit helfen. Ich begann schon als Kind eine Suche nach der Wahrheit, bis ich ein... Und der Song ist bis heute lebendig. Der Song arbeitet jeden Tag. Er gehört immer zu den Top 10 meiner meistgestreamten Songs auf Spotify. Und ist ein Stück Musikgeschichte, auf das ich sehr stolz bin. Warum? Vor allem, weil der Song Leben verändert hat, nicht nur meins, sondern auch die von vielen, vielen jungen Menschen, die 2014 gesagt haben, jetzt ziehe ich es durch und die ich jetzt auf Konzerten treffe und die mir dann ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Und das ist nochmal ein Gefühl, was man überhaupt nicht in Worte fassen kann. Du hast mehr Einfluss gehabt auf gewisse Menschen als deren Eltern, musst du dir vorstellen, wenn du die Geschichten hörst von den Leuten. Das sind Dinge, die erlebst du nur im Rap. Das erlebst du nicht als Plastik-Pop-Produkt. Das erlebst du nur in Deutschrap. In diesem verfickten Deutschrap. Dieses Drecksloch, das aber auch seine Perlen und Diamanten und kranken Momente hat. Eine Hassliebe. Aber es ist mehr Liebe. Denn es ist egal für dich, aus welchem Land jemand stammt oder was er für eine Sprache spricht. Egal wie die Farbe seiner Haut oder Haare ist, weil du einen Menschen stets an seinen Taten misst.